In dieser Lektion möchte ich vorstellen, wie Learning Analytics an der Universität Wien auf der Ebene des Studiums eingesetzt werden kann. Einerseits geht es dabei kurz um das Konzept unserer Peer-Studien-Fortschrittsberatung und andererseits soll unser Ansatz mit dem eigens dafür konzipierten Dashboard vorgestellt werden. Meine Kollegin Marcella Hubert wird später im Video unser Dashboard anhand eines fiktiven Fallbeispiels demonstrieren und ich möchte jetzt mit der Vorstellung unseres Konzepts starten. Im Rahmen eines Pilotprojekts haben wir an der Universität Wien ein Beratungsangebot für Bachelorstudierende entwickelt, das Visualisierungen zu ihrem Studienfortschritt in einem Dashboard mit einem Gespräch mit Peer-Beraterinnen verknüpft. Die Beratung innerhalb des Pilotprojekts ist freiwillig, ist für 50 Minuten geplant und kann vor Ort oder digital stattfinden. Zielgruppe sind Studierende ab dem dritten Semester. Die Beratung wird von vorab vom Center for Teaching and Learning qualifizierten Beraterinnen durchgeführt, die zuvor schon in anderen Mentoring-Programmen tätig waren. Die Studierenden erhalten vor ihrer Beratung einen Login zum Dashboard, in dem sie ihre Anliegen eintragen und Fragebögen ausfüllen können. Darunter fällt ein Fragebogen zur Studienzufriedenheit, einer zum akademischen Selbstkonzept und einer zum selbstregulierten Lernen. Alle diese Fragebögen sollen von den Studierenden vor der Beratung und 5 Wochen nachher ausgefüllt werden. Vor der Beratung werden die ausgefüllten Fragebögen und die Anliegen der Studierenden von den Beraterinnen und Beratern genutzt, um sich auf die Beratung vorzubereiten und passende Visualisierungen, Themen und Materialien auszuwählen. Ziele der Beratung sind, das sogenannte akademische Selbstkonzept und die Motivation der Studierenden zu erhöhen. Darüber hinaus können Studierende ihre Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen reflektieren und gegebenenfalls erweitern, sofern sie das möchten. Wie in der Grafik ersichtlich, gehen wir anhand der theoretischen Konzepte davon aus, dass die Studierenden nach der Beratung angeben, sich selbst im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen besser einzuschätzen. Das entspricht dem akademischen Selbstkonzept. Außerdem ist ein weiteres Ziel der Beratung, dass ratsuchende Studierende nach der Beratung über ein besseres Verständnis von Lernstrategien verfügen und günstige Lernstrategien häufiger anwenden. Weitere Ziele sind die Studierenden zu ermutigen, ihre Ressourcen zu reflektieren, zu erkennen und zu mobilisieren. Das heißt, autonom und selbstreguliert zu studieren und sich eigene Lern- und Studienziele zu setzen und damit Verantwortung für das eigene Studium in die Hand zu nehmen. Die Peer-Studierendenberatung kann bei der Erreichung ihrer Studien- und Lernziele datengestützt unterstützen. Sie kann Orientierung bieten, eine Reflexion über Lern- und Studierstrategien anstoßen und zum Weiterstudieren motivieren. Dabei beginnt die Beratung immer bei den Studierenden und ihren Anliegen, was sie individuell in ihrer jeweiligen Situation anspricht. Die Beraterinnen erarbeiten außerdem gemeinsam mit Studierenden Handlungsoptionen und nächste Schritte. Jetzt kommen wir zu einem Anwendungsbeispiel der datengestützten Peer-Studierendenberatung. In diesem Beispiel sehen wir unsere fiktive Studentin Susanne, die gerade mit dem 4. Semester ihres Bachelorstudiums der Informatik begonnen hat. Susanne hat in einer Lehrveranstaltung über Moodle von der Peer-Studienfortschrittsberatung erfahren und möchte gern an der Beratung teilnehmen. Dafür sendet sie uns ein Anmelde-E-Mail an die E-Mail-Adresse, die lautet peerstudierendenberatung.ctl@univie.ac.at. Daraufhin bekommt sie einen Terminvorschlag und ihre Login-Daten zum Dashboard zugeschickt. Im Dashboard kann sie dann Fragebögen ausfüllen und ihr Anliegen mitteilen. Im Dashboard gibt es auch dezidiert Verweise von uns auf andere Angebote und Themen, die wir nicht anbieten. Also wir bieten zum Beispiel keine psychologische Studierendenberatung an, keine Studienfachberatung und wir können auch keine Fragen zu Anrechnungen oder ähnlichen fachlichen Fragen beantworten. Außerdem ist das Angebot nicht als Berufseinstiegs- oder Career-Coaching zu verstehen, aber die Peer-Beraterinnen und Berater verweisen auf alle diese weiterführenden Angebote und Anlaufstellen, die es an der Universität Wien gibt. In unserem Beispiel hier gibt Susanne das Anliegen an, Schwierigkeiten beim Lernen, ich komme langsamer voran als meine Kolleginnen und Kollegen. Sie schreibt auch, dass sie das Gefühl hat, sich im Studium schwerer zu tun als ihre Kolleginnen und Kollegen und dass sie oft demotiviert ist beim Lernen. Nachdem Susanne dann ihre Anliegen ins Dashboard geschrieben hat, füllt sie die 3 Fragebögen aus und reflektiert dadurch gleich vorab, vor der Beratung über ihre bisherigen Lernstrategien.
Allerdings sieht sie jetzt die Visualisierungen ihres Studienfortschritts im Dashboard noch nicht, sondern erst während und nach der Beratung. Das wird erst dann freigeschalten. In der Beratung bespricht sie gemeinsam mit der Beraterin die aktuellen Anliegen dann noch einmal. Da sagt sie dann zur Beraterin, dass sie gerne in 6 Semestern abschließen würde, aber nicht ganz sicher ist, wie sie das hinbekommen soll. Gemeinsam mit der Beraterin beschließt sie dann eben über Lernstrategien zu sprechen, das Einhalten von Zeitplänen und auch über Ziele im eigenen Studium. Am Anfang der Beratung blendet die Beraterin zuerst den derzeitigen Stand ihres Studienverlaufs ein, um eine erste Orientierung zu ermöglichen. Entlang der blauen Linie in der Visualisierung sieht Susanne, wie viel ECTS sie kumuliert in den letzten 3 Semestern bereits erfolgreich für ihre Prüfungsleistungen erhalten hat. Susanne antwortet auf Fragen der Beraterin dazu, also zur Visualisierung, und sie reflektiert über ihre bisherigen Erfahrungen im Studium. Dazu bekommt sie jetzt schon einige erste Hinweise und Empfehlungen zu Studier- und Lernstrategien von der Beraterin. Dann besprechen sie zusammen auch die Themen Regelstudienzeit und machbare Ziele der Studienplanung. Sie sehen sich auch gemeinsam die Visualisierungen zum weiteren Studienverlauf mit 6, 7 und 8 Semestern an und besprechen auch unterhalb der Visualisierung die Information, wie viel wöchentlicher Aufwand das jeweils bedeuten würde bis zum Studienabschluss. Zu dem Punkt sieht Susanne entlang der gestrichelten Linie auch noch, wie viele ECTS sie die nächsten Semester über erfolgreich absolvieren müsste, um ihr Studium abzuschließen. Außerdem kann die Beraterin Susanne zeigen, wie sie im Vergleich zu anderen Studierenden abschneidet, die dasselbe zeitliche Ziel haben, zum Beispiel in 6 Semestern abschließen zu wollen. Susanne erkennt dann, dass sie dafür noch einige ECTS mehr absolvieren müsste. Und gemeinsam mit der Beraterin möchte sie sich dann doch noch ansehen, wie viele ECTS Studierende pro Semester absolvieren, die in 8 Semestern abgeschlossen haben. Entlang der türkisen Linie kann sie das sehen, wie sie im Vergleich zu anderen Mitstudierenden abschneidet, die auch in 8 Semestern abschließen konnten. Susanne erkennt jetzt, dass 8 Semester für sie eigentlich ganz machbar sind und sie freut sich auch zu sehen, dass sie in diesem Vergleich zu Mitstudierenden gut oder sogar besser abschneidet. In der Visualisierung hier ist auch die lila Linie abgebildet, die den Verlauf für den Abschluss in 6 Semestern abbildet, nach dem vorgeschlagenen Studienpfad. An der Stelle ist jetzt aber auch noch wichtig zu sagen, dass die Peer-Studierendenberaterinnen je nach Anliegen und Situation der Studierenden Vergleichsvisualisierungen individuell auswählen und nur nach Bedarf zeigen. Dabei werden ausschließlich Visualisierungen gezeigt, bei denen man von einer motivationsförderlichen Wirkung ausgehen kann. Bei Studierenden, die das Studium als Nebenstudium studieren, kann auch ein Vergleich zu dieser Studierendengruppe gezeigt werden. Ja, und um wieder motivierter zu lernen und mehr Spaß im Studium zu bekommen, bespricht Susanne anschließend noch mit der Beraterin einzelne Punkte aus dem Fragebogen zu Lernstrategien. Und sie überlegen gemeinsam, wie und wann Susanne die jeweiligen Strategien anwenden könnte. Sie einigen sich dann auf konkrete nächste Schritte, die Susanne kurz- und mittelfristig noch dieses Semester umsetzen möchte und könnte, aber auch langfristige nächste Schritte hinsichtlich Studier- und Lernstrategien, die sie noch weiterentwickeln möchte. Die Beraterin verweist zum Schluss noch auf die hilfreichen Ressourcen und Materialien am Dashboard und auch auf andere Angebote wie zum Beispiel Schreibberatungen für Studierende an der Universität. Ja, damit ist die Beratung abgeschlossen und 5 Wochen später, da bekommt Susanne noch einmal eine E-Mail mit der Erinnerung, ihre Fragebögen, die sie auch zu Beginn schon ausgefüllt hat, noch einmal auszufüllen und noch einmal zu reflektieren. Daraufhin füllt sie diese Fragebögen noch einmal aus und sie bekommt dann eine Veränderung über die Zeit grafisch dargestellt, die ihr den Vergleich von vor der Beratung und 5 Wochen nach der Beratung zeigt. Ja, sie fühlt sich dann motivierter für das nächste Semester und verfolgt ihre geplanten, besprochenen nächsten Schritte. Ob die Beratung die angesprochenen theoretischen Überlegungen widerspiegelt, haben wir uns in einer empirischen Untersuchung mit Hilfe einer Mixed-Methods-Studie im Wintersemester 2021 und 2022 und im Sommersemester 2022 angesehen. Knapp 60 Studierende haben teilgenommen. Aus den Interviews und Befragungen haben wir bisher folgende Erkenntnisse gewonnen. Die Ergebnisse haben gezeigt,
dass es zu einer signifikanten, moderaten Verbesserung hinsichtlich des akademischen Selbstkonzepts und des selbstregulierten Lernens gekommen ist. Und zwar in der Anwendung und beim Wissen über Lernstrategien. Eingeblendet ist exemplarisch die Veränderung über die Zeit, der Häufigkeit, der Anwendung von Strategien zum selbstregulierten Lernen. Diese Ergebnisse bestätigen unsere theoretischen Annahmen über unser Konzept. Eine weitere Erkenntnis ist, dass aus den Interviews hervorgegangen ist, dass die Verknüpfung von Visualisierungen mit einem Peer-Beratungsgespräch von dem Großteil der Studierenden als hilfreich erachtet wird. Auch das Setzen eigener Ziele und das Beratungsgespräch an sich mit den Peer-Beraterinnen wurde positiv hervorgehoben. Bemerkt haben wir insbesondere, dass das Gespräch, die Themen und die Tools, also wie das Dashboard und die Visualisierungen, flexibel an die unterschiedlichsten Anliegen und Situationen der Studierenden anpassbar sein müssen. Zu guter Letzt bleibt noch zu erwähnen, dass wir auch das Feedback bekommen haben, dass die Fragebögen bereits vorab die Selbstreflexion unterstützen, um eigene bestehende oder fehlende Ressourcen erkennen zu können. Damit sind wir nun schon am Ende unseres Videos und unserer kleinen Demonstration des Dashboards. Es sind noch viele weitere Funktionen und Visualisierungen verfügbar, die in diesem Video aus Zeitgründen ausgespart wurden. Zum Beispiel haben wir zusätzlich auch eine Balkenvisualisierung, die ECTS pro Semester zeigt, oder auch eine Visualisierung zum geschätzten Aufwand pro Tag. Bei weiteren Fragen oder Interesse an einem fachlichen Austausch kontaktieren Sie uns bitte unter der eingeblendeten Kontaktadresse peer-studierendenberatung.ctl@univie.ac.at. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.